Willkommen zum finalen Part, wahrscheinlich von The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir müssen uns noch um zwei Kinder kümmern. Warte mal, wieso läuft der hier noch rum? Wir haben uns schon um den gekümmert. Egal. Wir reden als nächstes mit dem Fisch. Ja, schönes Wetter. Hallo Maskenverkäufer. Ja, wir befinden uns gerade im Finale. Und die wollen die ganze Zeit Masken von uns. Eben auch die Maske. Und jetzt muss ich hier ein Bett schwimmen machen. Das wird absolut scheiße. Man muss erstens den richtigen Weg finden. Und zweitens schnell genug sein, um ans Herz heranzukommen. Ich muss mir hier ein bisschen was merken und ich bin echt nicht gut mit der Sora-Steuerung. Ach, Junge. Hier sind Fische, das wird wahrscheinlich sein, oder? Oh Gott, man muss jedes Mal diesen Sprung schaffen. Ich wusste, da war was. Das heißt, ich habe quasi schon reingeschissen, aber es scheint so, als würden die Fische einem eventuell den Weg weisen und die sagen einem hier, dass ich links soll. Ich weiß nicht, wie es später noch wird. Okay, irgendwie raufgeschafft. Ist okay. Irgendwo gibt es eine Abzweigung, wo ein Herzteil ist. Fuck, wo war das? Ich glaube ganz ehrlich, ich google nach dem Herzteil, weil sonst verkacke ich es mir hier noch. Ja, ab dem Punkt google ich kurz. Okay, da steht Left, Right, Middle und wir sind jetzt schon Left und Right gegangen, das heißt nur noch Middle. Warte mal, hä? Das ist ein Kind mit der. Ich habe im letzten Part vergessen, mit dem Kind zu sprechen, oder? Oder das Herzteil habe ich eingesammelt. Ja, und ich habe vergessen, mit dem Kind zu sprechen. Cool. Okay, aber anderes Thema. Ich setze mir ein Safe Set, weil ich Angst habe, das Herzteil zu verkacken. Ich muss es auch nutzen, wenn ich die Möglichkeit habe, ne? Und jetzt muss ich in die Mitte. So sagt es das Internet. Yes. Okay. Ja, damit haben wir das. Also den Goronen-Parcours muss ich nochmal machen, weil ich aber fett reingeschissen habe. Deswegen war das Kind noch da. Das erklärt einiges. Oh! Und wenn man das Ding nimmt, dann ist man. Warte mal, bin ich am Anfang oder bin ich am Ende? Nee, warte, eine Tür trennt einen immer, ne? Okay, ich bin wieder am Anfang, wie es aussieht. Ja. Ja, halb so wild. Muss ich das Ganze nochmal machen, aber left, right war ja schon mal richtig. Da muss ich wahrscheinlich oben oder unten einfach. Ja, gibt ja keine andere Möglichkeit. Ah. Jetzt struggle ich hier wieder, egal. Das bekommen wir schon noch hin. Muss ich sagen, Sora ist gar nicht so schlimm. Deku war ja am einfachsten. Das ist ja offensichtlich, wie ich das Herzteil, weil Orb war offen, man weiß einfach, wo das ist. Und Deku-Pflanzensprünge waren jetzt auch nicht sonderlich schwer. Ich habe R gedrückt, aber okay, dann halt nicht. War wahrscheinlich aber auch zu spät. Dem er, selbst wenn es gemacht hätte, was ich von dem Spiel wollte, hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert.
Alter, jetzt bin ich auch noch krank während dem letzten Part, wie ich liebe es. Ich drück doch! Das drückt's nicht, hä? Ich drück R! Das macht's nicht! Nein! Ich hab vergessen, Schalter zu drücken, Jill. Ja, die Magie will ich aber schon mitnehmen. Ich muss ja nicht nur diesen Sprung machen, Alter. Das ist, was mich gerade nervt. Okay, wenn ich früh genug halte, dann geht's. Aber nicht im letzten Moment drücken, dann komme ich's hin. Okay, diesmal war's right. Right. Yes. Ja, wenn man früh genug hält, dann geht's. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich diesmal lang? Es ging ja, glaube ich, es gab unten, Mitte und unten als Auswahl. Mitte war das Herzteil. Oben sind Fische. Boah, aber knapp. Ich glaube, wir haben es hiermit, oder? Sieht nicht so aus. Warte mal, hätte ich noch weiter müssen? Nee, oder? Ich hätte durch beide durch müssen mit diesem Einschalter. Cool, dass ich mir so viel Zeit gelassen habe. Ach, beim Goron bin ich... Ich check's, beim Goron bin ich nach dem Herzteil wieder zurück zum Anfang. Ich habe einfach fett reingeschissen. Gewohnheit nochmal mal ankommen. Ist in Ordnung. Bro. Wir brauchen ein Zeitlimit, ne? Ja, noch irgendwie geschafft. Geil. Okay, und hier muss ich jetzt durch beide schnell durch. Also oben war der richtige Weg, das weiß ich noch. Warte mal, Safe State? Damit ich das nicht noch öfters machen muss. Ich nutze die Safe States jetzt, ne? Also ihr könnt mich mal, ich mach das jetzt und könnt mich nicht aufhalten. Es sei denn, irgendeiner bricht bei mir jetzt zufällig gerade zu Hause ein. Aber das will ich euch mal nicht unterstellen, dass das jemand von euch macht. Und ich muss den Safe State benutzen, davon hält mich jetzt auch keiner ab. Die Kamera hält mich davon ab, aber gut zu spielen. Oder zumindest die Möglichkeit haben, zu haben, gut zu spielen. Okay, es wollte gerade runtergehen, aber wir haben es noch geschafft. Hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Kannst du haben. Da ich nicht mag, bekommst du die Maske des Zirkusdirektors. Und das Ding, weil das sieht ganz komisch aus. Aber nicht so komisch wie dein Gesicht. Daher nimm lieber das.
Okay, dann muss ich den Goron nochmal machen. 6 Masken haben wir dem aber gegeben. Darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig wahre, was mag das wohl sein? Und wenn du das einzig richtige machst, macht das wirklich alle zufrieden? Dann kann ich immer alle zufrieden machen. Unter großen YouTubern wird es auch immer Dislikes geben, ne? Ganz gutes Beispiel. So, jetzt will ich mit dir nochmal sprechen. Nee, du bist Twinmold, mit dir will ich nicht sprechen. Okay, dann nochmal mit dem. Weil ich es ja so sehr liebe, diesen Raum zu machen. Ich habe bloß absolut keine Ahnung, wo denn das Ende ist. Ich muss aber mal die Mitte abchecken. Ich habe es ja gerade eben erst gemacht, vielleicht bin ich ja jetzt besser drin. Zumindest schon mal einen guten Anfang. Ja, wo ist denn das Ende? Hier sieht es nach einem Ende aus. Save State. Speichern. Der letzte. Ja, so einfach hätte es sein können, ne? Wer hätte es gedacht? So. Machen wir die jetzt auch fertig. So, du bekommst die Felsmaske. Du warst ein ganz lustiger Boss. Ja, und du bekommst sogar die Hasenohren, komm. Das war auch netter. Ich kann dir eine Frage stellen. Du, was macht dich glücklich? Freunde, frag mich, was dich glücklich macht. Macht das andere auch glücklich? Ja, wenn ich Spaß gemeinsam mit anderen habe, dann würde ich schon sagen. Aber wenn sie keinen Spaß daran hätten, dann würde ich sie nicht dazu zwingen, das mit mir zu machen. Ich weiß, wie falsch man das gerade verstehen kann, aber nein, das meine ich nicht. Keine Ahnung, ich rede aber von, weiß nicht, in den Europapark gehen oder keine Ahnung, ein bisschen reisen. Das macht mich glücklich. Aber Spaß mit Freunden haben oder verreisen. Ich will irgendwann viel von Deutschland sehen und das werde ich dann, denke ich, auch mein Leben lang probieren. Neben Bundesland schon mal irgendwas Nettes gesehen zu haben. Ja, schönes Wetter findest du nicht auch? Masken, du hast viele davon. Möchte ich mit dir spielen? Gib mir welche. Ja, die Maske der Giganten kannst du haben. Kennst du ja wahrscheinlich schon gut genug, ne? Ja, damit aufs Maul gehauen, Kollege. Dankeschön, du bist ein netter Kerl. Ist das ein Kampfraum? Das wäre cool, wenn ich hier kämpfen muss. Ja. Oh, auf Kämpfe habe ich Bock. Geil. Weißt du, da ist eine Rennbahn, ein Deku-Parcours, ein Sora-Parcours und jetzt Kämpfe beim letzten, Alter. Das finde ich schön. Nein, mit dir rede ich nicht. Die Maske ist schon weg. Ah! Warte mal. Dafür verwenden wir das. Ach, kacke, welches Feenschwert hier. Vielleicht kann ich noch mal etwas besser kämpfen. Ich habe so eine schlechte Verteidigung, aber ich mache mehr Schaden. Ich werde hier zwar die ganze Zeit getroffen, aber er stirbt schneller. Ich vergesse mal seine Bombe. Was? Okay, können wir machen, wenn du unbedingt willst.
Ob sowas kommt nicht nochmal dieser Kackbus, der sich die ganze Zeit portet. Auf den habe ich gar keinen Bock. Ah, danke. Die geben mir Pfeile, weil es der Frosch ist, oder? Oder? Oh, das ist cool, ich mag den. Oh, wie viel Schaden der macht. Ich hab doch Double Defense. Und ein Schild kann er auch durchboxen. Cooler Boss. Ab dem Moment, wo ich gecheckt habe, dass ich die Lichtpfeile nutzen kann, war er irgendwie bis jetzt so einfach. Was gibt's hier? Bomben oder so? Ich habe oder so gesagt, also ich würde sagen, ich liege nicht falsch. Ja, das spawnt aber unten, hä? Wieso spawnt die Truhe unten? Komme ich da hoch? Kann ich den Raum umdrehen? Bro, what the fuck? Das ist ein Schalter, den ich mit den Krabbelminen betätigen kann. Was. Ungefähr so. Ja. Okay, geil. Muss ich nur da hochkommen. Gibt's auch noch Rätsel in den Kampfräumen? Das finde ich auch noch mal geiler. Einfach noch mehr Content. Mich hier noch mal etwas strugglen lässt, was ich zu tun habe. Oh, das Herzteil ist geschenkt. Geil. Dann haben wir jetzt alle Herzteile. Geil. Hey, warte mal, hä? Geht's nicht weiter? Auch noch mehr Krabbelminen. Okay. 1, 2, 3, 4. Zu lang. 1, 2, jetzt. Ein Feuerpfeilauge. Aus dem Winkel. Ja, mach Bock. So, du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Na dann. Dankeschön, du bist nett. Das Kind mit der Twinmold-Maske. 8 Masken haben ihm gegeben. Darf ich dir eine Frage stellen? Dein wahres Antlitz, welch ein Gesicht trägst du? Nämlich das Gesicht unter der Maske, ist das dein wahres Gesicht? Ich trage gerade gar keine Maske. Aber er ist schon tiefgründiger, was er meint. Manchmal zeigt man nicht jedem sein wahres Gesicht. Manchmal trägt man einfach eine Maske. Darum handelt das Spiel ja schließlich. Oh, dann auf ins Finale, wie es aussieht. Alle sind jetzt fort, oder? Möchtest du mit mir spielen? Du hast nicht zufällig ein paar Masken übrig? Gut, dann machen wir etwas anderes.
Lass uns Räuber und Gendarmen spielen. Genau, das spielen wir. Du hast das Gesicht der grimmigen Gottheit erhalten. Kann es sein, dass die dunklen Mächte, die in dieser Maske schlummern, noch verheerender sind als Majora selbst? Es wird allen vier Kindern auf den Mund gespielt und vom Kind mit Majoras Maske das Gesicht der grimmigen Gottheit erhalten. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut, spielen wir? Oh oh. Sind im Finale. Ich weiß nicht ganz, was wir hier brauchen. Ich glaube, die Lichtpfeile auf jeden Fall. So setzen wir die letzte Maske auf. Alter. Weiß nicht, irgendwie eine Maske, die einem was gekostet hat. Magie zum Beispiel. Was passiert mit den Gesichtern? Ah, ich kann spam, cool. Nicht so cool. Jetzt mal weg mit dem. Auch weg. Alter, wie stark ist diese Maske? Ach so. Cooler Endboss. Nee, war es natürlich nicht. Da muss ich auch noch seine Oberschenkel wachsen lassen. Oh, Arme auch. Und warum immer das ist, Majoras Inkarnation. So. Was zum F bist du? Kostet wirklich Magie, die Dinge abzuwerfen, oder was? So, sammle die Magie auf. Ja, es kostet mich mal die Dinger zu werfen, okay. Wenn wir haben 20 Herzen, ob ich die Maske jetzt nutze oder nicht. Ich glaube, der Endboss ist einfach grundsätzlich sehr einfach. Ja, noch sind wir ja nicht am Ende, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt seine letzte Phase. Majoras Magier. Er hat uns die Maske gegeben und wir nutzen sie gegen ihn, ne? Das ist dafür, was du mit Kafer gemacht hast. Was ist das? Nein. Oder? Oder? Ich glaube, wir haben ihn. Wir haben's. Der Mond wird zerstört, oder? Dabei hatte der gar nichts damit zu tun. Es gibt auch wegen der Mondträne die Theorie, dass der Mond es gar nicht will. Und doch muss er ausgelöscht werden, um damit Terminal in Frieden weitergehen kann. Wir haben die Legend of Zelda Majora's Mask fertig abgestoßen mit allen Items. Uns hat Bock gemacht. Dämmerung eines neuen Tages. Ah, er ist wach. Das Horror-Kid.
Aber ohne den Einfluss von Majora's Mask. Ihr habt mich also nicht vergessen. Ihr seht mich immer noch als euren Freund. Schließlich die Maske, die ihm das angetan hat. Er sollte sich nicht selbst die Schuld zuweisen. Hast du mich gerettet? Sie wollen nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Es ist schön, Freunde zu haben. Ich will wohl auch Freunde sein können. Hey, du hast den gleichen Geruch an dir wie das Feenkind in den Wäldern, das mir damals dieses Lied beigebracht hat. Das Arias Lied, oder? War das nicht das? Ich weiß, lass uns etwas tun. Das Böse hat also von der Maske abgelassen. Und zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich ja nur auf der Durchreise befinde, muss ich euch nun Lebewohl sagen. Würdest du jetzt nicht auch nach Hause gehen? Wann immer sich Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Und wenn du erlaubst. Es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jene Masken, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, eigentlich war die Zeit mit dir gar nicht so übel. Bald wird der Karneval beginnen. Vielleicht solltest du jetzt gehen und dich um deine eigenen Sachen kümmern. Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Basti! Danke. Fühlt sich schön an, endlich mit dem Game durch zu sein. Es gab ein paar nervige Sachen, muss ich sagen. grundsätzlich. Das Spiel macht es dann echt angenehm, es 100% zu spielen, muss ich sagen. Ich hatte es gar nicht so im Kopf, aber die Bomber, die machen es einfach so angenehm. Der Schiegerstein. Ja, die Sora-Eier waren nervig. Ich habe mich echt blöd angestellt mit den Feen, aber das kann ich dem Spiel echt nicht schlecht reden. Jetzt trete da auch die Sora-Band auf dem Karneval, oder? Ist das denn erwischbar? Ja, oder? So trommelt der auf Fischen rum. Okay. Egal. Ja, vier Gebiete. Es gibt leider nur vier Dungeons, während es in Ocarina of Time, keine Ahnung, Alter. Es gab, glaube ich, acht Dungeons oder so in Ocarina of Time. Hier gibt es nur vier, aber es waren sehr schöne Dungeons, muss ich sagen. Geil ausgedacht. Hatten alle so ein Prinzip. Ich meine, den einen Dungeon konntest du umdrehen, im anderen musstest du in der Mitte so eine Plattform verändern. Da musstest du im dritten, der erste hat jetzt nicht so viel an sich, aber im dritten,
dann auch noch hier, dass man die Fische umdrehen muss, um die Strömung irgendwie umzudrehen und damit in andere Räume zu kommen, womit man dann irgendwie an die Eispfeile kommt. Mit den Eispfeilen kommt man dann gefühlt an alles andere ran. Es war geil. Dungeons waren einfach richtig geil. Die Gebiete schön, die Quests schön, die Charakter. Das gibt dem Spiel so viel Persönlichkeit, dass jeder Charakter einen 3-Tages-Zyklus hat, was der macht. Also gefühlt jeder. Okay, manche sitzen jetzt, keine Ahnung, in irgendeinem Laden den ganzen Tag rum, aber andere, Anju, arbeitet im Laden, geht teilweise in ihr Zimmer, bringt den Gästen, glaube ich, teilweise auch Essen, arbeitet an der Rezeption, hat nebenbei noch eine Beziehung mit Carfai, die nicht gerade gut verläuft, dadurch, dass Carfai verflucht wurde. Der Postbote nimmt seinen Job ernster als seine Sicherheit, weil der Mond einstürzt. Weiß auch nicht, was da los ist. Also ja, Postboten gerade erwähnt, weil man den hier sieht. Sonst, ja, die Tänzerinnen hatten jetzt nicht so viel an sich. Die trainieren halt für den Karneval. Darum geht das Spiel auch quasi in einem 3-Tages-Zyklus, dass die ihren Karneval da in der Umbruchstadt ausführen wollen. Aber da hat das Horrorkid leider wohl was dagegen. Oh! Ah, alle 4 auf einmal. Geil. 5? Ach, die in Umbruchstadt ja auch noch, stimmt. Ganz vergessen, dass sie existiert. Es gibt aber viele Quests und ist ein interessantes Prinzip in dem 3-Tages-Zyklus. Das hat mir zu Beginn, als ich mir das Spiel hier geholt habe, nicht so sehr gefallen. Oh, die Farben war auch richtig cool mit der Geister-Quest. Die hat halt echt einen Bogen, Alter, wie bei der Fuchs-Quest gesehen. Und das Spiel macht mich teilweise echt sad wegen dem Lied der Befreiung, was es da alles gibt. Das ist halt irgendwie echt traurig, dass man hier Leute von ihrem Körper befreien müssen, von ihrem Geist. Da weiß ich nicht, dass der Geist endlich ins Jenseits aufsteigt. Irgendwie so war das. Es macht mich traurig. Ich weiß gar nicht, was mich da am traurigsten gemacht hat. Ich glaube irgendwie Damani. Er war ja auch das erste Mal, ne? Das hat er wahrscheinlich einfach am meisten mitgenommen. Ansonsten gibt es echt sehr coole Quests. Hat man ja auch gerade die Gormen-Brüder gesehen, wo ich zum Beispiel die mit dem Bogen abknallen musste. Das Pferderennen war jetzt nicht so angenehm, aber war eine Herausforderung, was es sehr geil gemacht hat. Die 4 letzten Quests, ja, das Finale ist ein bisschen weird. Zum Majora's Mask ist nicht so ein Spiel, was mal jeder Spieler kurz versteht, was da abgeht. Aber die 4 Gebiete sind wirklich sehr cool. Oh, das hatte ich komplett vergessen. Ja, der mit der Gypto-Maske. Ich hab den eigentlich in der Timeline gar nicht befreit von der Gypto-Maske, aber er ist irgendwie doch gerettet. Und da findet jetzt wohl der Karneval statt. Die Hochzeit findet doch statt, aber in den Credits. Ah. Ja, und Tinget steht auch da. Zeichnet der Bilder oder was? Und die Bomber. Einfach ein recht schönes Spiel, was einem wirklich leicht macht, die 100%. Wenn man sie machen will, die Mission an sich, das Spiel sagt einem halt, was einem fehlt. Das ist der Anfang, oder? Da kamen wir doch hin. Das ist das Grab von dem Deku, bei dem wir die Maske haben. Ja, oder? Ich glaube. Irgendwie so. So, und Link geht jetzt weiter in Termina. Ich weiß nicht, was in der Timeline als nächstes kommt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß noch, dass nach Ocarina of Time sich das ein bisschen spaltet. Boah, Alter. Ich hab doch keine Ahnung, wirklich. Irgendwie mit Skyward Sword startet es dann Ocarina of Time, dann entweder BOTW, Majora's Mask oder was auch immer. Oder Wind Waker, genau. Wind Waker kann auch noch da gespaltet werden. In Gendorf gewinnt war das, glaube ich. Oh, eine weitere Zeichnung vom Horror Kid und Link. Die 4 Giganten und die beiden Feen. Spielt sogar Sarias Lied.
Das hat man ihm noch damals gezeigt, was ihm so sehr gefallen hat, dass er einem Herzzeige gegeben hat. Jetzt spielt sogar! Ah. Also ist ein sehr geiles Game. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, teilweise ein bisschen abgefuckt gewesen, aber wie gesagt, eigene Dummheit einfach. Und was gebe ich dem Spiel für eine Bewertung? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mir kurz überlegen, Alter. Ja, keine Ahnung, wieso es 7 Flaschen gibt, das wirkt auf mich ehrlich gesagt etwas übertrieben. Und ich weiß nicht, ob ich das als Minuspunkt werten kann, wenn es zu viel von etwas gibt, aber ich sag jetzt einfach mal 89, komm. Ist ein geiles Game. Es gibt noch Luft nach oben, aber wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was fehlt. Naja. Wenn ich zum Beispiel über BOTW reden würde, ist ein geiles Game, aber es fehlen Dungeon-Items. Einfach Items, die du später im Spiel findest, mit denen du dann auf der Overworld weiteres Zeug machen kannst, da kommen die Module einfach nicht für mich dran, ne? Aber wir sind nicht hier, um über BOTW zu lästern. Es geht hier um Majora's Mask und es spielt einen richtig geilen Soundtrack, das muss ich auch nochmal sagen. Lied der Befreiung ist geil, die anderen Lieder im Game. Weiß ich jetzt nicht so sehr, sind nicht so besonders, aber im Spiel geht es um Masken und nicht um Lieder. Das ist halt nicht Ocarina of Time, ne? Da ging es oft um Lieder, hier in dem Spiel geht es halt einfach mehr um Masken, dass du hier an irgendwelche Masken rankommst oder mit den Masken dann weitere Quests machst. Das Spiel schließt ja auch mit den Masken ab, weil ja einfach in dem Finale, wo man jedem die Masken übergeben muss. Alter, was ist mit der Musik auf einmal los? Richtig geil. Oh. Ich sehe gerade tatsächlich in meinem in dem Bild, das ich hier habe in der Szene, ist tatsächlich sogar Romani mit dem Bogen. Also bei der Pux-Quest hätte ich auch mal kurz abschauen können, aber habe ich nicht bemerkt, dass sie da mit dem Bogen chillt. Egal. Ja. Aber ich denke, alles über das Spiel gesagt, was es zu sagen gibt. Und wie gesagt, 89 von 100 hat das Spiel, denke ich, verdient. Das war's mit The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir haben hier, ja, wir möchten speichern. Ich glaube, wenn wir joinen, dann sind wir jetzt wieder voll im Finale. Beginnst du bei der Dämmerung des ersten Tages? Gibt es da was zu machen? Und wir haben alle 20 Herzen, oder? Das wurde ja gespeichert. Ja. 15.03.2024. Ja, ich kann euch versichern, dass ich das nicht am 15.03.2024 aufnehme. Das ist gerade der 30.11.2023. Und des ersten Tages. Es scheint so, als wäre einfach wieder. Ja. Wir haben unsere Daten behalten und es ist wieder der erste Tag. Der Mond ist weiterhin am Abschützen, ist der. Ah, der ist noch ganz da oben. Okay. Ja, juckt uns nicht. Das ist einfach nur, damit man den Endboss mal wieder machen kann, wenn man Bock hat. Aber wir haben alle 20 Herzen. Das soll es mit dem Projekt gewesen sein. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Projekt und ciao.